Das Auswandern in südeuropäische Nationen ist bei den Deutschen stets beliebt. Und damit gehört auch Portugal zu den Top-Auswanderungsländern, in welche sich Deutsche, Österreicher und Schweizer niederlassen. Dies nicht ohne Grund, denn das bessere Klima sowie die günstigeren Lebenshaltungskosten sind nur einige Faktoren, die für eine Auswanderung nach Portugal sprechen. In einer Umfrage haben sich 80% der Zuschauer für die Fortsetzung der Auswanderungsserie ausgesprochen. Und von vielen Zuschauern habe ich den Wunsch erhalten, ein Video zu Portugal zu erstellen. Diesen Wünschen möchte ich natürlich gerecht werden, weshalb dieses Video über das Auswandern nach Portugal handelt. Seit 2016 ist die Zahl der Auswanderer aus Deutschland astronomisch gestiegen, weshalb dieses Video zur Auswanderungsserie gehört, in welcher ich auf das Auswandern in die USA, nach Australien, Kanada, Südamerika, Schweiz, Russland, Türkei, Österreich, Norwegen, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Bulgarien, Japan, Südkorea und Ungarn eingehe. Zu jedem dieser Gebiete habe ich ein einzelnes Video erstellt, in der Beschreibung ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Wenn du noch eine weitere Nation sehen möchtest, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Doch zurück zu Portugal. Wieso ist das Auswandern nach Portugal so beliebt und welche Punkte gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2018 sind offiziell 1.427 Deutsche nach Portugal ausgewandert. Damit besetzt die portugiesische Nation den 18. Rang der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, dicht gefolgt von Dänemark, aber hinter Schweden. Und noch einige weitere wissenswerte Fakten. In Portugal leben offiziell 10.030 deutsche Staatsbürger, was im Vergleich zu anderen Nationen nicht wirklich viel ist. Die Zuwanderer, die sich dazu entschieden haben, in Portugal ihr Leben fortzusetzen, stammen vorwiegend aus Afrika, Südamerika sowie Osteuropa. Die brasilianische Bevölkerung darf hierbei nicht unterschätzt werden, denn Brasilien ist das größte und wichtigste Schwellenland Südamerikas und auch die einzige Nation Südamerikas, die Portugiesisch als offizielle Landessprache verwendet. Portugal wird betreffend der Natur als eines der schönsten Nationen weltweit angesehen. Auch die Inselgruppe der Azoren sowie die Insel Madeira dürfen nicht vergessen werden, denn dort sind noch ganz andere Facetten des Klimas und der Kultur des Landes zu erleben. Neben dem bereits erwähnten besseren Klima sowie dem günstigeren Lebensunterhalt ist Portugal auch für die liberale Drogenpolitik bekannt. In Portugal wurden harte wie auch weiche Drogen entkriminalisiert. Es dürfen 10 Tagesrationen mitgeführt werden, die übrigens sehr üppig ausfallen. So dürfen Personen in Portugal beispielsweise 25 Gramm Hanf mit sich führen. Wer aber mehr in den Taschen hält, wird natürlich auch in Portugal als Drogenhändler strafrechtlich verfolgt. Ein anderer Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Tatsache, dass Portugal eine wahre Autonation ist. Ohne Auto ist das Verkehren im Land nur schwer möglich. Dafür wurde die Infrastruktur, also die Autobahnen und Flughäfen, während den letzten Jahren stark modernisiert. Ein weiterer äußerst interessanter Punkt ist folgender. In Portugal verbringen viele Ausländer aus aller Welt ihren Lebensabend. Aber wer sich jetzt in Portugal als Rentner niederlassen möchte, der kommt in den Genuss vom Vorteil, für maximal 10 Jahre keine Einkommensteuer zahlen zu müssen. Ja, richtig gehört. In Portugal gibt es ein Programm, welches es einem als Rentner erlaubt, für maximal 10 Jahre keine Steuern zahlen zu müssen. Allerdings muss man sich für mindestens 183 Tage im Jahr in Portugal aufhalten, sowie davor in Portugal keinen steuerpflichtigen Wohnsitz gehabt haben. Diese beiden Beispiele zeigen schön auf, dass sich Portugal bemüht, neue Einwanderer aus aller Welt anzuziehen. Und über kurz oder lang wird dies zum Erfolg führen. Kurz möchte ich noch auf die Lebenshaltungskosten in Portugal eingehen, bevor ich zum Punkt Bildung komme. Die Lebenshaltungskosten sind zwar nicht so tief wie in anderen beliebten Auswanderungsnationen, aber wer in Berlin für den Lebensunterhalt 2000 Euro monatlich zahlt, der muss für dieselbe Leistung in beispielsweise Porto nur 1.547 Euro zahlen. Somit ist das Leben in Porto über 22% günstiger als das Leben in Berlin. Und für alle Eltern unter euch, Portugal liegt auf dem PISA-Bildungsvergleich der Nationen auf dem 24. Platz von 71. Das tönt auf den ersten Blick nicht gut, aber Portugal liegt damit vor Nationen wie Österreich, Schweden oder den USA. Die Kinder können also ohne Bedenken die öffentliche Schule besuchen. Doch was ist benötigt, um nach Portugal auszuwandern? Als EU-Bürger sowie als Bürger der Schweiz und einigen weiteren Nationen ist der Aufenthalt von maximal 3 Monaten ohne Probleme möglich. Wer sich aber länger als 3 Monate in Portugal aufhalten möchte, der muss sich bei der Gemeindeverwaltung der jeweiligen Wohngemeinde melden. Dort erhält man eine Aufenthaltsgenehmigung, die es einem erlaubt, sich für eine längere Zeit in Portugal aufzuhalten. Jedoch sollte beachtet werden,
dass man sich telefonisch oder auf der offiziellen Webseite einen Termin geben lassen sollte, bevor man zur Auslandsbehörde geht. Sofern genügend Vermögen zum Decken der Lebenshaltungskosten vorhanden ist, wird der Einwanderungsprozess in Portugal kein Problem darstellen. Falls du nach Portugal auswandern möchtest oder sogar schon ausgewandert bist, dann freue ich mich explizit auf deine Erfahrungen zu diesem Thema. Schreibe doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video einige interessante Denkanstöße zum Auswandern nach Portugal geben konnte. In der verlinkten Wiedergabeliste sind Videos zum Auswandern in andere Länder aufzufinden. Und vergiss nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um jede Woche Videos zu interessanten und informativen Themen zu erhalten.